grosse Warm-up-Party. Kommen heute alle Teams dabei und wie viele sind das überhaupt? Wir sind 56 Teams, kommen nicht ganz alle. Zwei wissen wir, dass sie abgesagt haben, aber wir erwarten trotzdem rund 130 Leute zu Abend. Wow! Wir haben mal fragen, wie es aussieht, zwei Wochen kurz vor dem Start. Sind ihr parat? Es ist nicht parat, es ist nicht organisiert, aber es passt zu uns. Im Moment sind wir ein bisschen im Rückstand mit dem Trophybuch und noch ein paar Kleinigkeiten. Noch ein paar Skype-Sitzungen mit den Tschernobyl-Leuten, die vor Ort sind. Noch ein paar Infos brauchen, von den Teilnehmern zum Beispiel. Aber sonst sind wir parat. Ich habe gehört, du hast dir etwas ganz Spezielles einfallen lassen, was die Bildaufzeichnung anbelangt. Wir haben vier Kameras montiert. Und zwar nehmen wir die Kameras die Daueraufzeichnung auf. Wir werden auch Live-Übertragung machen auf der Webseite. Also man hat die ganzen vier Kameras dann jeweils auf der ganzen Reise mehr oder weniger das Live-Bild auf der Webseite, also Kunden raus. Wir rocken hier mit einem Duo vom Trio Infernale in einem alten Polizeibus, den sie umgebaut haben für Cat Trophy 2017. Alles in allem, wie viel Zeit haben wir investiert, bis er mal technisch okay war? Ja, da sind wir recht lang dran gewesen. Wir haben den Bus zwar im Oktober schon gekauft, und dann haben wir aber eigentlich erst im Januar angefangen. Da sind immer mehr Sachen vorgekommen, wie trockene Federn, also Blattfedern vorne, beide links und rechts. Und so Zeug und Rostlöcher vor allem. Und, ja. Also bequem ist schon mal. Wir sind gespannt, ob das Trio Infernale in den Finder Trophy kommt. Er schneidet das rein. Ja.